Einen wunderschönen guten Morgen. Heute, Mitte Oktober, bin ich nochmal auf dem Weg zum Bienenstand. Ein super geiler Sonnenaufgang. Erinnert fast an das Bienenwandern frühmorgens. Sieht ja aus wie Raps, ne? Ja, jetzt gibt es halt noch ein paar wichtige Arbeiten am Bienenstand, die ich euch jetzt kurz vorstellen wollen würde. So, jetzt habe ich hoffentlich die Kameraprobleme behoben. Also auf jeden Fall bin ich heute auf dem Weg zum Bienenstand. Anfang Mitte Oktober. Und ich zeige euch jetzt mal geschwind, was wir da noch machen sollten und müssen. So, jetzt sind wir hier. Bienenstand sieht ein bisschen chaotisch aus. Die Schafe waren da, aber das ist ja im Prinzip mir jetzt egal. Das würde ich wahrscheinlich so alles abbauen, weil wir jetzt alle Bienenvölker auf Zweierpaletten haben. Das ist übrigens auch das Schöne am Imkern, muss ich sagen. Ich blende euch da noch ein paar Videos ein oder drehe mich mal um. Du bist draußen, du siehst diese Sonnenaufgänge, du stehst nicht in der Maschinenhalle. Das muss jeder wissen, wie er will. Klar, du hast wahrscheinlich nicht diesen Stundenlohn, wie jetzt ein Bandarbeiter bei uns in der Region in der Automobilindustrie. Aber dafür, finde ich, hast du einfach ein bisschen mehr Lebensqualität. Ne? Naja, egal. Wir sind jetzt hier am Bienenstand. Was fällt uns an dem Bienenstand auf? Es fällt einfach auf, hier haben wir noch ein Bienenvolk. Da war ja das Problem, oder ist das Problem, da war die Königin im Honigraum und der Honigraum natürlich voll Futter, konnte ich nicht schleudern. Ist natürlich auch blödes Winterfutter, will ich ja natürlich im Bienenvolk behalten. Also habe ich mir einfach die Königin wieder in den ursprünglichen Brutraum gesetzt, natürlich geschaut, dass die zur Eierablage Platz hat und den ehemaligen Honigraum einfach runtergesetzt mit dem ganzen Futter mit der Brut. Und ja, wenn der dann irgendwann mal leer ist, dann räume ich den ab, aber wahrscheinlich erst im Frühjahr. Ja, ansonsten sehen alle Bienenvölker hier relativ gleich stark aus. Und jetzt geht es einfach darum, nochmal diese Futtermenge zu schauen und auch nochmal schauen, dass die Bienenvölker einfach in Ordnung sind, also dass eine Königin drin ist. Das sind jetzt hier alles Bienenvölker von Teilen und Behandeln. Also die haben keine Ameisensäure gesehen. Haben alle junge Königin und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass hier bei den Königinnen alles in Ordnung ist. Hier schaue ich eigentlich dann nur nach dem Futter. Bei Bienenvölkern, wo es nochmal notwendig war, eine Ameisensäurebehandlung zu machen jetzt im Herbst, da ist natürlich obligatorisch auch zu schauen, dass die Königin auch ja da ist. Es ist ein nerviges Geschäft, muss ich sagen. Also jetzt zu Ende der Saison oder Beginn der neuen Saison ja schon, reicht es auch langsam mal, zumindest mir stellenweise. Da hast du nicht immer Lust, bei Regen, bei Wind draußen zu sein. Manchmal bist du motiviert, aber es macht nicht immer Spaß. Und die Bienenvölker nachzuschauen, weil du eigentlich ja denkst, du hast alles in Ordnung. Aber es ist wirklich, wenn man dann wieder ein Bienenvolk mal findet, das sind ja nicht viele, aber du findest ein einzelnes, da fehlt die Königin, dann freust du dich halt schon, weil das sind ja dann auch ein paar Euro, ne, ob das den Winter überlebt oder nicht. Also insofern eigentlich eine total sinnvolle Tätigkeit. Und und dann mache ich jetzt diese Futterkontrolle nochmal. An einem Bienenstand habe ich einfach im Prinzip, fehlen in jedem Bienenkasten, kann man nochmal 2 Kilo geben. So Pi mal Daumen, also ich mache die jetzt nicht auf und schaue die mir im Detail an, ne, sondern das mache ich nach Gewicht. Ich schaue mir 1, 2 Bienenvölker an, mache das dann nach Gewicht. Und es ist mir persönlich auch völlig schnuppe, ob ich da jetzt 1, 2 Kilo, von mir aus auch 3 Kilo daneben bin, weil ich ja im Februar oder März so meine Bienenvölker wieder sehe und dann kann ich da das Futter noch ausgleichen. Da mache ich jetzt im Moment oder jetzt zu dieser Zeit nicht den Aufwand und wiege mir alle Bienenvölker durch. Klar, wenn du jetzt nur 5 Bienenvölker hast, dann ist schon ein bisschen das Problem, dass du ja vielleicht dann im März nicht diese Futterwaben hast zum Ausgleichen, weil du nicht so eine große Variation hast an dem Bienenstand.
Aber bei mir sind es ja immer so standardmäßig zwischen 30 und 36 Bienenvölker in einem Ort. Und da hast du immer welche, wo zu viel ist, und du hast welche, wo zu viel, und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Ne? Mit 2-3 Bienenvölker würde ich das dann doch eher wiegen, wahrscheinlich im Herbst, weil da wäre mir das Risiko zu groß, dass ich halt keine Futterwaben übrig habe. Aber eigentlich weiß ich es nicht. Ich hatte nicht so oft 2-3 Bienenvölker. Genau. Das ist jetzt einfach so der Punkt. Und was ich auch noch mache, ich mähe das Gras nochmal. Ne? Weil, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber es gibt 2 Vorteile, wenn die Bienenstände gemäht sind und nicht so aussehen wie der hier. Du kriegst keine nasse Schuhe. Oder schwieriger nasse Schuhe schon, aber keine nassen Hosen am Knöchel. Und ich meine auch, das kann ich euch aber nicht beweisen, dass es gegen die Mäuse besser ist. Ne? Weil kleine gemähte Wiese ist für die Maus jetzt, glaube ich, schon ein bisschen ungemütlicher wie jetzt eine, wo es aussieht wie die hier eben. Ja. So, jetzt kurz zum anderen Bienenstand gedüst, der praktisch schon gemäht ist, wo die Völker im Prinzip schon fertig sind. Wir haben ja ein paar Bienenstände zur Auswahl, der ist jetzt schon praktisch winterfertig, vom Flugloch noch kurz bei dem Freischneider. Ja, das wollte ich euch nur kurz noch hier zeigen, wie das aussehen soll. Ihr könnt ja mal in eure Kommentare schreiben, was für euch jetzt noch für Arbeiten anstehen und wie weit ihr mit der Einwinterung schon fortgeschritten seid. Habt ihr genug Futter schon drin? Habt ihr schon eure Wiesen gemäht? Ja, Mäuse geht da dran. Würde mich einfach interessieren, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Dann habe ich ja noch ein paar Bienenvölker, Jungvölker, wo ich vereinige. Also prinzipiell, ne, muss man ja unterscheiden zwischen Wirtschaftsvölker und Jungvölker. Jungvölker gibt es noch welche, wo ich noch vereinige. Da will ich ja diese 4-5 Waben Bienen bis jetzt will ich unbedingt sehen. Ja, wir machen Honig. Klar, ich habe auch ein paar, die lasse ich schwächer, so als Reservekönigin oder Reserveeinheiten. Aber im Prinzip will ich schon diese 4-5 Waben bei den Jungvölkern sehen im Winter. Dann überwintern sie praktisch ja sehr, sehr sicher. Und sie sind auch dann mit Honig schon dabei. Nicht bombig im Frühjahr, aber sie sind schon dabei. Und das ist ja das, wo wir das Geld verdienen oder was unser Schwerpunkt ist. Und ja, deshalb ist das einfach wichtig. Ne? Ich will ja auch meine Anzahl an Bienenvölkern, will ich eigentlich auch genau haben. Das muss man ja auch sagen. So stelle ich mir ja den Betrieb auch ein, dass ich weiß, auf meinen Anhänger gehen eben diese 30, 34 Bienenvölker drauf. Und so will ich meine Wandergruppen haben. Ja, es soll ja ein schlanker Betriebsablauf sein. Es gibt da ja auch total verschiedene Ansätze. Aber so will ich das. Ich will gleich starke Gruppen haben im Frühjahr. Ich will meine Anhänger voll haben. Und ich will da nicht nochmal 3-4 Bienenvölker irgendwo in der Pampa stehen haben, weil ich meinen Anhänger voll lade. Aber es sind irgendwie 2 zu viel und dann stehen da nochmal 2 irgendwo rum, die ich dann wieder betütteln muss, was mich Zeit kostet. Und deshalb stelle ich mir den Betrieb ja mittlerweile nach ein paar Jahren Erfahrung ja so ein, dass ich volle Wandergruppen einfach habe. Nicht zu viel Bienenvölker, aber auch nicht zu wenig. Und da weiß man so ein bisschen so ungefähr, was man überwindet. Ich meine, ganz treffen tut man es nie, diese Stärke. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Weil es ist einfach blöd, irgendwo eine 10 Minuten, eine Viertelstunde hinzufahren, sei es zur Schwarmkontrolle, sei es zur Honigernte, wenn da nur 1-2 Bienenvölker stehen. Jetzt in meinem Fall, ja? Wenn man das als Hobby macht, sieht es wahrscheinlich anders aus. Und das ist einfach der Punkt, dieses rationelle Arbeiten. Und das, finde ich, macht halt auch unheimlich viel aus, was du dir an Maschinen sparen kannst. Ne? Oder auch an Arbeitszeit sparen kannst. Und ihr seht es ja bei den anderen Videos. Ich meine, das ist auch, weil ich das will. Man kann da auch anders hergehen. Man kann auch, ist ja keine durchtechnisierte Imkerei meine, sondern ist ja schon ein bisschen mit Handwerk noch und mit alten Maschinen und ja, entwickelt sich so vor sich hin halt.
Aber dann ist es eben gerade dann ist es halt wichtig, dass du mit deinen Ressourcen, also mit der Zeit, mit vor allem und auch mit deiner Kraft sinnvoll umgehst, weil gerade im Mai und Juni ist die Imkerei ja schon eine sportliche Angelegenheit. Zeittechnisch, körperlich auch. Ja, jetzt vor lauter Schwätzen habe ich es nicht gezeigt, wie ich es mache. Also ich habe im Prinzip, muss ich kurz zum Auto, ist halt mal wieder nichts vorbereitet. Ich habe so diese Waage mit dem großen Zeiger, die ist mir ein bisschen teurer wie diese Blechdinger, aber halt viel schneller zum Ablesen. Die nehme ich an ein, zwei Bienenvölker, um mich mal so grob einzueichen. Ja. Und dann hebe ich die einfach hinten hoch und fertig. Ja. Ich meine, das ist ja immer ein bisschen schwierig, mit einer Hand jetzt das da unten einzuhängen. Hier geht schon mal nicht. Ja, mit einer Hand. Ja. So, ihr seht 14. 13 mal 2, also 13 ist so dieses Gewicht, was ich eigentlich so anstrebe. Hier geht der Boden nicht mit, aber im Prinzip sind wir dann auch bei 13. Ja, da sieht es hier doch schon mal nicht schlecht aus, ne? Ist übrigens der Vorteil, wenn die Böden nicht ganz, wenn die Windkästen nicht ganz aufeinander stehen, hat man eine gute Möglichkeit mit der Waage hier einzuhaken. Also wir sind jetzt hier bei 13, also 26 Kilo. Leer mit Rähmchen und Wachs rechne ich 8. Was habe ich jetzt gesagt? 3, 26, 16. Ja, dann sind wir irgendwie so bei summa summarum 10, 12 Kilo Futter, was da drin ist. Jetzt Ende Oktober, ja, nee, Mitte Oktober, machen wir noch ungefähr 2 Kilo dazu und dann ist der Drops gelutscht, ne? So, die Waage wieder weg. Ja, im Prinzip mache ich das so jetzt. Das ist ja dieser Nachteil vom Zuckerwasser. Ich muss ja meine Menge wissen. Es muss ja nachher leer sein, sonst muss ich es wegleeren. Und deshalb mache ich das so. Dann mische ich mir jetzt halt, dann komme ich halt irgendwie jetzt dann auf meine Menge. Also sage ich mal, der Bienenstand hier 30, drüben nochmal 30, also sind schon mal 140 Kilo Zucker. Und dann kommen halt die nächsten Bienenstände noch dazugerechnet, das mische ich mir dann an. Dann fahre ich eine Runde, lupfe die an, leere dann so ungefähr nach Gefühl, wie ich es gelupft habe, also lupfe den Bienenkasten an, leere entsprechendes Futter rein, wie ich es denke. Und dann sind wir fertig. Ja, dann gibt es noch Mäusegitter irgendwann, vielleicht im gleichen Zug, vielleicht auch nicht, weil füttern, wie gesagt, tue ich auch jetzt noch, wenn wir wieder 20 Grad haben, eigentlich nur abends oder im Regen. Und ob ich da Mäusekeile in dem Moment Lust habe reinzumachen, das weiß ich nicht, weil ich sehe meine Bienenvölker nochmal und der Frost ist ja auch noch ein bisschen in Ferne, ich will ja auch noch mähen. Also insofern machen wir da einfach eins nach dem anderen. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es wieder in die Kommentare. Und ja, also vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Rauch nehme ich eigentlich jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt einen Bienenvolk anschaue, einen Stockmeißel allein, Deckel auf und dann kann man die da schön durchschauen. Da brauchen wir jetzt keinen Rauch mehr. Ich meine, wir können ja eins Beispielsaft mal anschauen. Das ist ja das Schöne um die Jahreszeit. Du musst den Raucher nicht mehr dauernd anzünden. Auch wieder mit einer Hand. Oh, Deckel auf. Ja, da sitzen die, ne? Da sieht man, eine Schiede ist da. Aber das kann man so lassen. Ja. Also das passt.